Hello Friends, willkommen zum neuen Video von mir. Ihr wisst ganz genau, worum es sich jetzt handelt. Das habe ich nämlich im letzten Video angekündigt. Ich freue mich gerade so übertrieben. Mein Auto wieder in einem viel, viel besseren Zustand zu sehen. Nicht mehr TÜV-konform, leider. Aber da ich den TÜV überstanden habe, ist es auch absolut in Ordnung. Juckt. Genau. Was wird heute gemacht? Ich kann dich schon gar nicht mehr sehen, Alter. Ja, die Räder werden gewechselt, endlich. Die Speckreifen kommen auch weg. Guck mal, wie viel Platz da ist. Als Direktvergleich werdet ihr das Ganze dann hier nochmal sehen. Wird nice. Der wird wieder auf die Styling 37 gestellt. Es werden vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber werde ich im Verlauf des Videos dann noch ein bisschen euch zeigen. Einfach Dinge, die ich schon länger vorhatte oder wie, die ich halt einfach im Laufe des Besitztums auch so ein bisschen mir einfach angeschaut habe und mir dachte, okay, das könnte ich auch noch gerade so ein bisschen fixen. Ihr seht, gewaschen ist er auch schon. Ja, da sind schon ein paar Hologramme. Ein bisschen aufgefrischt wird er halt schon, aber alles zu seiner Zeit. Ich freue mich so übertrieben. Es wird so geil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. First things first. Die Scheibenwischer kommen jetzt sowas von ab. Diese Drecksteile, die braucht niemand. Boah, Alter. Ich dachte, es wäre schwer. Also ich glaube, die ist auf den Boden geflogen, weil man hat gehört, wie die unten aufgekommen ist, oder? Wo sind denn die Autoprofis hier unter uns? Nee, also Vorwarnung, damit ihr nicht denkt, ich bin hier absoluter Profi. Ich mach, das ist einfach mein Hobby, ja? Es werden safe irgendwelche Klugscheißer in den Kommentaren kommen und sagen, du musst das so und so machen. Wenn ihr mir Tipps geben wollt, ey, macht gerne in einem coolen Ton, aber macht nicht diesen, Frau hat gar keine Ahnung von dem ganzen Bro. Ich mach das einfach aus Spaß, ja. Wenn dir das Video nicht gefällt und wenn dir das Ganze so ein bisschen zu unprofessionell ist, dann schalt einfach ab und geh mich auf den Sack. Dankeschön. So. Können wir nicht sagen, dass das nicht tausendmal besser aussieht. Hallo. Wer was anderes behauptet, hat einfach gar keine Ahnung. So, die Müllräder kommen jetzt auch ab, endlich. Wundert euch nicht, das ist ein 320 und die 330 Bremsscheiben liegen schon in der Garage bereit. Von daher, die warten nur darauf, pulverbeschichtet zu werden. Ja, ich werde die halt wahrscheinlich in einer coolen Farbe pulverbeschichten lassen. Ich schaue mir noch an, welche. Falls ihr irgendwelche Tipps habt oder so Inspo-Sachen, dann könnt ihr mir die ja gerne in den Kommentaren da lassen. Menschen, die arbeiten mit Handschuhen, aber ich bin leider so ein HS. Ich brauche das Gefühl dahinter einfach. So. Als Vergleich kommen die so wunderschönen Dinger mit rein. Das sind Custom Springs, die habe ich mir extra anfertigen lassen. Der hatte die ganze Zeit so voll die knalligen Farben gehabt irgendwie, aber ich habe mir schon einfach irgendwie so voll clean weiß ausgesucht. Keine Ahnung wieso. Die ist ab. Das muss auch die linke und die obere habe ich auch schon so gut wie abgemacht. So, das Fahrwerk hängt nun lose. 13, ne? Da bist du ja.
Hallo, wann hört's auf? Die Vorspannfeder hier hat gerade mein Leben auseinandergenommen. Alter, die saß so fest drauf. Ab mit der Scheiße. Friends, nochmal zum Vergleich. We got some serious shit here. Es sind auch wirklich deutlich, deutlich steifere Federn. Merkt man auch. Enormer Unterschied auf jeden Fall, da drauf zu fahren. Ich weiß, es sieht gerade für euch alles sehr sexuell aus. Aber ich kann es nun mal nicht ändern, so. Versteht ihr, was ich meine? So, wenn ich schon gerade dabei bin, ich wechsle ja noch die Koppelstange. Der ist etwas verstärkt und auch deutlich kürzer, damit der Stabi einfach in der Tiefe, in der ich fahre, besser funktionieren kann. Fresh and new. Koppelstange ist jetzt drin. Mal gucken, was die so leistet. Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich die Dinger hier vermisst habe. Sind auch nochmal sauber gemacht. Alter, das wird wieder so sick aussehen. Endlich. Da waren auch teilweise so schwarze Schlieren, weil der ab und zu mal wohl doch noch den Radkasten mitgenommen hat. So, ich baue das Fahrwerk jetzt wieder ein. Krass. Es wird anstrengend, mit einer Hand mein Fahrwerk erstmal festzuhalten. So, ich schraube das jetzt nur dran. Oh, jetzt noch kurz Distanzscheibe Mutter drauf. Dann kann ich das hoffentlich schon ein bisschen loslassen. Okay, ich lasse mal kurz hängen. Oh! Okay, geil. Ey, Friends, es ist von jetzt auf gleich dunkel geworden. Ich überlege tatsächlich, die Seite hier jetzt gerade noch fertig zu machen und den Rest morgen zu filmen. Ich glaube, das ist so das Schlauste, was ich jetzt machen kann, weil es bockt nicht so hart im Dunkeln zu filmen. Und ich merke, mein Kopf macht das Ganze jetzt auch nicht mehr mit. Im Endeffekt will ich am Schrauben ja auch so den Spaß nicht verlieren. If you know what I mean, ist halt immer noch ein Hobby, eine Leidenschaft. Und das soll auch so bleiben. Ich habe halt früher immer so voll viele Dinge auf Krampf gemacht. Also klar, auch selbst verschuldet, zum Beispiel Vorwörther See, anzufangen, die Karre fertig zu machen und dann, dass man so kurz vor Abfahrt merkt, okay, man kommt zeittechnisch irgendwie gar nicht so hin, wie man es gedacht hat. Das waren auf jeden Fall so Momente, die einem extrem den Spaß daran genommen haben. Okay, ich ziehe es jetzt schon zum 10. Mal fest. Egal, deswegen dosiere ich das jetzt lieber und fange Dinge bei Zeiten an. Wir sehen uns morgen. Hello Friends, es geht jetzt weiter mit dem Spektakel. Mal gucken, wie lange ich heute brauche, aber ich denke mal, heute werde ich auf jeden Fall fertig. Muss. So, das Fahrwerk ist so gut wie drin. Ah, es war ein richtiger Krampf, das richtig anzusetzen, vor allem hier. An alle E36 fahre. Hier ist mein Geheimnis für Sturz. Ey, ich dachte, mein Kopf wäre kleiner. Was soll der Müll? Weil für die meisten sehe ich jetzt aus, als würde ich wissen, was ich tue, aber ich habe gar keine Ahnung. Spaß. Für jeden ist irgendwann das erste Mal. Okay. Bin jetzt da unten? Du kommst jetzt erstmal mit. Damit ihr nochmal den direkten Vergleich seht. Yeah. No. Und nochmal gut zu erwähnen, das da ist die Vorderachse.
habe jetzt mal die Wagenheberaufnahme hier dran gemacht. Ist aus Edelstahl, kann ich ihm nur empfehlen. Ich muss das jetzt benutzen, weil sonst bleibe ich halt mit dem Wagenheber drunter. Festsitzen, obviously. Ich glaube, das ist ein bisschen zu tief. Das Fahrwerk muss definitiv noch ein bisschen höher geschraubt werden. Schaut mal, ich glaube, wenn er so ganz, ganz leicht die Lippe tackt. Warte, so sieht man es, glaube ich, am besten. Ich glaube, das wäre sehr, sehr sexy. Bitte pass, bitte pass, bitte pass, bitte pass, bitte pass, bitte pass. Der liegt komplett auf. Hä? Und ich hab's nicht mal abgelassen. Dritter Versuch. Nochmal 3 cm hochgeschraubt. Muss mal schauen, ob ich da noch einlenken kann. Aber gerade sieht's auf jeden Fall besser aus. Alter! Mach ich jetzt auch ganz fix. Der Ausfederweg ist beim TR Technics auch einstellbar und deswegen kommen wir jetzt auch zu einem wirklich wichtigen Part. Sauber machen. Ja. So, jetzt kommt der Big Boy drauf. Das ist eine 9,5 x 18 ET25. Hier seht ihr meine Hand als Vergleich. Man sieht hier auch, wo überwiegend die Auflagefläche war, ne? Mit den guten alten Langhangreifen. If you know, you know. If you don't know, you dump. So, jetzt kann ich das auf den Achsschenkel treten und die Feder rausnehmen. Tja, jetzt Beintraining. Fuck. Ja! Komm schon, oh ja. Guck, was drin war. Okay. Ja, komm, komm, komm. Das Ding ist, die können mir halt eh nichts. Also, von mir aus hätten die irgendwie was Dummes sagen können, aber Kennzeichen sind eh nicht dran. Ich hätte gesagt, ja, ist ein Schaufahrzeug. Was wollen die machen? Und zudem ist er auch eh gerade abgemeldet. Also, die TÜV-Papiere, die kommen halt noch. Von daher. So, die Feder ist eingesetzt. Restlinie ist eingestellt. Ja, das war halt relativ unspektakulär, das jetzt so zu filmen. Jetzt kommt das Rad raus. Jupp, du mal. Alter, das geht so schnell. Schön. Nice. Muss doch noch ein bisschen tiefer. Der wird nämlich wie vorher die ganze Lippe versenken dann. Deswegen muss er jetzt noch mal ein bisschen tiefer geschraubt werden. Hier wird halt jetzt erstmal mit ganz viel Augenmaß gearbeitet, weil die finale Fahrhöhe, die kann man erst am Ende einstellen, weil die andere Seite noch auf den Serienrädern am Stehen ist. So, Friends.
Der Tag, der neigt sich langsam dem Ende zu. Ich mache ja jetzt langsam mal Schluss für heute. Habe ich, glaube ich, auch mal verdient. Das finale Ergebnis, das finale Fitment, seht ihr dann im nächsten Video. Deswegen könnt ihr euch darauf auch auf jeden Fall schon mal freuen. Also beinhaltet auch die finale Fahrhöhe. Ihr seht, hinten ist er definitiv noch ein bisschen zu hoch. Dann seht ihr im nächsten Vlog, wie ich den fahre. Das wird einfach der beste Tag seit langem für mich sein. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr das Video so fandet. Und liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. See you guys. Love you. Vergesst nicht, meinen Twitch zu checken.